Hi, willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Southstorm. Wir sind mit Abe auf der Suche nach unseren Artgenossen, weil wir denen helfen sollen. Lauter Slicks sind hier. Besitz ergreifen. Ja, das weiß ich, wie das geht. Schante mit L2 und ergreife von einem Slick Besitz. Hinweis: Besessene Slicks können auf andere schießen, Türen öffnen, umgehauen werden oder explodieren. Das werden wir alles irgendwie machen. Ah, Moment. Okay, da ist eine Tür im Weg. Das heißt, die müssen wir erst öffnen. So, jetzt können wir den hier übernehmen. So, und jetzt können wir Spaß haben. Okay, bei zwei Slicks ist es ein bisschen problematisch, weil die Slicks, wenn wir uns nicht auffällig verhalten, halten die uns halt für einen Artgenossen. Aber wenn wir zum Beispiel, okay, vielleicht haben die mich doch ein bisschen verdächtig. Das lag wahrscheinlich daran, dass der Slick nicht mehr auf seiner ursprünglichen Position. Okay, das ist schlecht, ne? So, den übernehme ich jetzt zwar, aber hier, ja genau, er fragt mich, was, also die können miteinander kommunizieren und ja, er fragt mich, was ich hier tue und wenn ich keine gescheite Antwort gebe, dann erschießt er mich. Ach so, das, weil ich den Bereich von dem Ding hier betreten habe, hat er den Slick halt betäubt. Ah, den hätte ich klebe. Oh, scheiße. Ja, ich war kurz am Zögern, weil ich den hätte Klebeband klauen können. Und in dem Moment ist er aufgewacht. Komm. So, runter mit mir. Okay. Ah, die Slicks sind aber auch nicht sofort tot. Die haben auch ein bisschen Energie. So, mal gucken, ob ich das schaffe jetzt diesmal. Okay, ich habe ein bisschen überlebt. Kann ich das Ding von hier oben kaputt machen? Wir haben halt kein Dauerfeuer. Da muss ich drauf aufpassen. Aber ich mache das diesmal anders. Ich betäub den hier. Oh, ich habe ihn in die Luft gejagt, okay. Da stand irgendwas mit L2, betäube die Slicks, aber ich habe L2 gedrückt und er hat ihn in die Luft gesprengt. Auch gut. So, was machst du? Du hast einen Schalter da. Slicks können auch Schalter betätigen. Achso, der Schalter. Ich weiß, wofür der Schalter ist. Mit dem Schalter muss ich die Tür öffnen, dann bist du über, kann ich dementsprechend in die Luft jagen. Ah, und damit man nicht irgendwie festsitzt, wird da automatisch ein neuer generiert. Ah, wir brauchen ihn nicht mehr. Ah, okay, Checkpoint, ich dachte schon, was ist da? Habe ich gar nicht registriert. Okay, da ist ein Ding, dass ich den Slick nicht übernehmen kann. Ja, ich muss den Slick in die Luft jagen. Bam! So will ich das sehen! Also das mit dem Feuer, das gab's in Apes Exodus nicht. Ich finde das sehr, sehr cool. Hier ist gar nichts. Das Feuer kann doch ruhig bleiben. So, jetzt haben sie sich beruhigt. Wie soll ich denn an denen alle vorbeikommen? Seid ihr wahnsinnig?
Moment, hier kann ich chanten, hier ist das Ding nicht mehr da. Ach so, kann ich betäuben. Alles klar. Einmal nur kurz, ich darf es nicht gedrückt halten. Dann klau dem was. Ah, und da unten ist auch eine Lebensanzeige, wann die wieder aufwachen. Das ist mir eben auch gar nicht aufgefallen. So, mit denen komme ich an die beiden nicht ran, weil Slicks erbärmliche Kreaturen sind. Man sieht es hier vielleicht ein bisschen. Die haben so Metall unter Beine. Normalerweise haben die nämlich gar keine Beine. Das ist eigentlich eine sehr erbärmliche Lebensform und trotzdem versklaven sie die Mutakens. Beziehungsweise sie sind ja nur die Gehilfen der Gluckens. Die Gluckens haben auch eine Art Behinderung. Hat man in der Cutscene gesehen in der letzten Folge. Die haben nämlich keine Arme. Deswegen brauchen die die Slicks auch. Die Gluckens, die kann man eigentlich so mit Chefs von Großkonzernen vergleichen. Also denen ist eigentlich jedes Mittel recht, um Gewinn zu erwirtschaften. Ich finde es immer wieder geil, wie er sich darüber totlacht, dass er jemanden umgebracht hat. Aber kann ich eigentlich ganz gut nachvollziehen. Immerhin versklaven sie sein Volk. Okay, ich bin unterwegs. Okay. Oh, das Schiff ist nichts Gutes, oder? Es hat nur irgendwas in die Luft gejagt. Das sind meine Kurve. Muss ich wieder 300 eigentlich retten? 200. Es gibt 86 Slicks in diesem Abschnitt. Ich habe 13 davon schon getötet. Das ist ja so eine Karma-Anzeige. Hat das irgendwas zu bedeuten? Vielleicht für ein Ende. Und Slicks töten heißt schlechtes Karma, aber das ist mir egal. Hat vielleicht Auswirkungen auf das Ende des Spiels, ich weiß es nicht. Okay. Muss ich einen Slick da unten hinlocken? Weil da Feuer ist. Vorsicht, Slapmin sind gefährlich. Deaktiviere Slapmin, indem du kauerst, Kreis und dann Vierk antippst, wenn sie grün sind. Ja, die kennt man schon aus dem allerersten Teil. Man muss halt... Das war zu spät zum Beispiel. Also man muss, wenn die grün leuchten, ticken, dann entschärft man die. Wenn die rot ticken, passiert das, was gerade passiert ist. Ich fliege in die Luft. So, zack. Ich hab die aktiviert, das wollte ich nicht. Ich wollte die andere entschärfen. Ja, erstmal. Das war zu früh. Ja, die Minen haben einen Rhythmus. So, tick, tick, tack. Tick, tick, tack. So. Entschärft. So. Ich kann was machen und das gefällt mir. Komm mal her, mein Freund. Und jetzt viel Spaß. So, da unten ist noch was zum Einsammeln.
sollte ich auch den ersten Slick hier umbringen können. Vielleicht, wenn ich so chante und die explodieren, dass man dann schlechtes Karma bringt. Und wenn die eines natürlichen Todes in Anführungszeichen sterben, vielleicht zählt das dann nicht. Weil sonst kann ich mir das Feuer hier nicht erklären. Oder, Moment, vielleicht kann man hier auch einen geheimen Durchgang freischalten. Das kann natürlich auch sein. Weil sonst macht diese Brühe ja keinen Sinn. Das sieht für mich halt nach einem geheimen Durchgang da. Nein, nein, das ist kein geheimer Durchgang. Ich verpasse ja keine Mudarkens, also wird es ja wohl nicht so wichtig sein. So, Tür öffnen. Bin genau reingesprungen. Ja, ich bin mit dem Slick etwas unvorteilhaft in die Mine gesprungen. Ja, hier ist was. So. Machen wir gleich mal eine Mine hier weg. Das haben sie im Vergleich zum Originalspiel geändert. Wenn man so in unmittelbarer Nähe einer Mine geflogen ist, die daneben ist da ein Originalspiel mit in die Luft geflogen. Das ist hier nicht der Fall. So, diesmal müssen wir das ein bisschen cleverer anstellen. Ich möchte gerne, dass die Mine hier ganz links in die Luft geht. Genau so möchte ich das. So. Und dann müssen wir die Minen hier entschärfen. Eins, zwei und zack. So, das ist was, was man in Apes Exodus gerne das Quicksave genutzt hat. Vor jeder Bombe einfach immer Quicksaven, damit man... Hä? Habe ich das nicht ausgelöst? Anscheinend nicht. Ja, ich wollte sagen, dass in Apes Exodus hat man einfach diesen ganzen Minen immer Quicksaves gemacht, damit man, wenn man in die Luft fliegt, leicht da weitermachen kann. Das ist hier jetzt nicht mehr möglich, aber... in Apes Exodus gab es auch schnellere Minen, aber vielleicht kommen die noch. Ja, 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 dein Head, hier, mach die Mine weg. Bin noch nicht fertig. Ja, es sind vier Slicks, perfekt. Fuck, der sieht mich. So, das ist was, was man im Original auch nicht machen konnte. Wenn ein Slick nicht im Bild war, konntest du den nicht übernehmen. Aber dadurch, dass ich hier quasi meinen Geist umherschwirren lassen kann, ist das möglich. Was cool ist. Oh, Leute, er ist so gestorben. Ist hier oben was? Nee, ne? Okay. Das Spiel möchte mir sagen, übernehmen ist nicht, dann fliegt er halt in die Luft. Da bin ich ganz flexibel. Geht, der dreht um. Mach das Feuer aus, Abe. Kann ich hier oben hin? Ja. Was ist das? Ist ein Checkpoint. Dann gibt's da unten was hundertprozentig, wo der Slick ist. So. Rennt der da zum Feuer hin? Dann kann ich ihn in die Luft jagen. So war das nicht geplant.
Okay, die brauchen Hilfe. Ja, da gehen wir schon hin, aber ich möchte gern das Versteck da unten noch mitnehmen. Das sind ja überhaupt nicht wenig Slicks. Aber erst muss ich hier jetzt aufräumen. Ja, der ist aufmerksam auf mich. Der bleibt die ganze Zeit da hinten, ne? Oder? Nee, der kommt hier vorne hin, ne? Aber nur bis da vorne. Ja, nur bis da vorne, okay. Abe, mach dich von Acker. So, jetzt verzieht er sich nämlich. Und wir können... Ich habe das falsch ausgerüstet. Das ist ein bisschen blöd, ne? Weil die ganze scheiß Schoße da nicht war. Warte, ich spring gleich hier rüber. Oh, es gibt Fallschaden. Okay, das ist gut zu wissen, dass das... Ich will nichts herstellen, Mann. Der sieht mich ja nicht, ne? So. Bisschen weiter dahin. So, jetzt muss ich warten, bis er in die Grütze reinläuft. Sonst machen wir noch ein bisschen weiter. Komm in die Grütze rein. Er steht kurz davor. Ich glaube nicht, dass es ihn erreicht. Müssen wir kurz noch... Er steht in der Grütze drin. Okay. Hat noch gereicht. Alles für optionalen Content. Ich habe noch 3 Flaschen. So. Ja, es zählt als ein Geheimareal halt. Wie kommt man da ran? Von hier wahrscheinlich, ne? Oh, Moment. Ja, das muss man von oben erreichen. Macht ja gar keinen anderen Sinn. Oder ist hier ein versteckter Gang? Nein. Okay, ich muss wahrscheinlich rollen. Ah, Slicks sind noch nicht da.
Okay. Das ist schlecht. Ich habe nur noch zwei Wasserampullen. Ja, und jetzt? Herstellung. Wie kann ich was herstellen? Rezepte. Muss ich noch finden. Ich brauche Wasser. Jetzt haben wir so das erste Mal diesen Punkt, an dem ich nichts mehr habe. Und da ist nichts drin. Muss auf die Bombe aufpassen, die habe ich noch nicht entschärft. Ist irgendwo noch Wasser? Ja, da ist das Zeug zum in die Luft jagen. Das ist schön, aber das brauche ich nicht. Ich brauche Wasser. Mal gucken, ob ich hier noch irgendwelches finde. Ich glaube nicht. Ja, komm, scheiß drauf. Ich hab's verbaselt. Es ist ein bisschen blöd, dass mir das ausgegangen ist und dass ich es hier nirgendwo nachholen kann. So komme ich halt nicht an dieses Zeug hier ran. Moment, das Feuer ist aus. Oh, lol. Jetzt habe ich auch wieder Wasser. Das Feuer geht nach einer Zeit automatisch aus. Das ist gut zu wissen. Mit dem Wasser beschleunige ich das nur. Mich hat irgendeiner gehört. Von da oben, okay. So, Tür öffnen. Mehr Wasserflaschen, sehr schön. So, dich kann ich übernehmen. Okay, ist der einzige hier. Den kann der weg. Mehr von dem grünen Zeug. Dich kann ich übernehmen, oder? Nein, das Kügelchen verhindert das. Was? Der Checkpoint war hier? Oh, der gefällt mir nicht. Ein Königreich für einen Quicksave aus dem Original. Obwohl das so eine Stelle ist, wo man sich verquicksaven kann. Zum Beispiel, wenn man vor der Mine speichert und der Slick einen ins Visier nimmt und dann erschießt, so konnte man im Original sich mal verquicksafen, wenn du in einen Spot das gemacht hast, wo du safe tot bist und das nicht mehr verhindern kannst. Das Ding hat einen anderen Rhythmus.
Das Ding hat einen anderen Rhythmus. Ich hoffe, den kann ich mir merken. Die anderen hatten immer Tick, Tick, Tack und der hat Tick, Tack, Tick. Ey, wir springen da hoch. Ich bin halt auch von der PlayStation 1 gewöhnt, dass man immer hochdrücken muss, um irgendwo raufzukommen. Aber hier hat man ja quasi eine Taste zum Springen. Död. So. So, ausgeschaltet. Wie komme ich denn an dieses Ding dran? Der Slick verhindert das doch. So. Geh mal hier hin. Ah, okay. Verstehe. Hier ist das Ding nicht, das heißt, ich kann dich übernehmen. Das habe ich jetzt verbockt. Aber ich glaube, ich kann das retten, indem ich mich dich schnappe. Das war so nicht geplant eigentlich. Gib mal her. So. Dich ermorden wir. Dich ermorden wir auch. Und jetzt habe ich es spätestens verbockt. Bin ich hier, mein Freund. Ah, schade. Ja, ich hab's halt verbockt in dem Moment. Ich hätte vielleicht zurückgehen sollen, als ich die Minen ausgelöst hatte. Ich brauche halt einen der Slicks, um den da oben um die Ecke zu bringen. Und ich hab's mehrfach verbockt. Und wenn keiner mehr da ist, kann ich ihn halt nicht mehr umbringen. Ich hätte vielleicht da oben nicht alle erst töten sollen, sondern erst den da unten. Ape, spring doch da einfach hoch, so wie ich es dir sage. Död. Grün. Zack. 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 Das war haarscharf. So. Ja, genau das ist das Problem. Ich kann nicht so wirklich nah da dran. Weil mich dann dieses Ding betäubt. Aber ich habe ein paar Versuche. Na, das ist nicht so gut eigentlich. Dann müssen wir das anders machen. Das funktioniert nicht so, wie ich das vorhabe. Das ist jetzt gut. Nein, 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 du drehst nicht um. Ja, das könnte knifflig werden. Ich bin hier. Kommt hier hin, Leute. Es ist zu dicht. Ja, okay. Dann tue ich. Ich komme da gar nicht hoch.
Oh, ich habe mir eine sehr, sehr tödliche Falle gerade gebaut. Der Slick muss hier außen hinkommen. Hier hin. Hier, 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 hier. Komm hier hin. Hier. Komm, seid nicht so dämlich. Kommt hier hin. Ja, genau. Hier bin ich. Hier bin ich. Ja, ja, ja. Perfekt. Ihr seid ja doch nicht so dumm. So, und jetzt muss ich den bloß irgendwie umbringen. Das hat nicht funktioniert, scheiße. Oh Mann, verdammt, ey! Ja, Leute, ich glaube, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Und ja, lasst auch gerne ein Like und Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!